Hi, ich hoffe, euch geht's wahnsinnig gut. Ich bin Eva und in dem Video geht's um emotionalen Detox. Und zwar ist das ein Thema super, super wichtig, wenn ihr zu Ruchers geht. Und ich glaube, dass so viele Missinformationen da rumschwirren von Leuten, die denken, dass sie emotionalen Detox haben, aber das überhaupt vielleicht gar nicht haben. Weil es ist tatsächlich so, dass viele Leute Symptome spüren, wenn sie nicht genug essen und dann sagen, das ist emotionaler Detox. Und das ist einfach manchmal nicht der Fall. Und zwar, also ich glaube definitiv, es gibt emotionalen Detox. Ich habe, denke ich, selber diesen schon gespürt. Und ich glaube definitiv, dass wenn man zu Ruckers kommt, dass Symptome von emotionalen Detox hochkommen können. Allerdings glaube ich, dass es definitiv wichtig ist zu wissen, dass nicht immer, wenn man diese Gefühle spürt, dass es von der Rohkost kommen kann, sondern teilweise kommt es wirklich davon, dass man einfach nicht genügend isst. Bei der Rohkost ist es so, vor allem wenn man wenig, also nicht fettbasiert, sondern Obst und Gemüse basiert, dass man viel, viel mehr essen kann und muss, als wenn man zum Beispiel Kochkost isst oder als wenn man normal Fleisch und sowas isst, weil Obst und Gemüse einfach viel weniger Kalorien für mehr Volumen haben. Das heißt, dass die meisten Leute, eigentlich jeder das unterschätzt, wenn er zur Rohkost geht und dass man mehr essen muss. Und Symptome davon, dass man nicht genügend isst, sind zum Beispiel, also von Person zu Person unterschiedlich, aber es sind zum Beispiel, dass man sich irgendwie ein bisschen ängstlich fühlt oder dass man emotional wird, also ich werde emotional, manche werden auch sauer oder werden ärgerlich oder sind dann gemein zu anderen Menschen und andere Leute werden hyperaktiv, die fangen dann ein bisschen an zu zittern und sind dann wirklich hyperaktiv, also ist komplett unterschiedlich, aber das sind Anzeichen dafür, dass man nicht genügend isst und das ist also es ist mir schon oft passiert, nicht oft, aber es ist mir teilweise schon passiert, dass ich nicht genügend gegessen habe. Dann bin ich emotional geworden und dann war ich so, ach, die Emotionen kommen hoch. Aber es war halt einfach nur, dass ich nicht genügend gegessen habe über den Tag und dann einfach noch was gegessen habe. Und dann habe ich mich viel, viel besser gefühlt. Und ich glaube, das kommt einfach immer, immer wieder. Und man macht das so lange, bis man es dann einfach gecheckt hat irgendwann, dass man bei der Rohkost viel, viel mehr essen muss und viel, viel mehr essen kann. Das Gleiche auch bei Veganen, wahrscheinlich bei Veganen nicht in diesem Maße, aber definitiv trifft es auch auf Vegan zu. Und bei der Rohkost müsst ihr einfach, also habe ich definitiv das abstellen müssen, irgendwie um meinen Körper, also dass ich dünn sein will oder dass irgendwas. Also ich habe mich definitiv weniger auf meinen Körper fokussiert und mehr auf Gesundheit fokussiert. Und das hat so viel geholfen, weil dann dieses Ganze mit Kalorienzellen und sowas fällt komplett weg und man kriegt automatisch dann eigentlich einen guten Körper, der für einen selber passt, nicht zu dünn, nicht zu dick, einfach perfekt für sich selber, ohne dass man irgendwas, also ohne dass man Kalorien zählen muss oder so. Und da muss man sich ein bisschen davon lösen. Aber ich denke trotzdem, dass es emotionalen Detox gibt. Also auch wenn ihr zum Beispiel merkt, ja, ich habe genügend gegessen und trotzdem kommen diese Gefühle hoch, dann ist es höchstwahrscheinlich emotionaler Detox. Und zwar ist es so, manchmal hat man Events oder Situationen, die einen hart betreffen. Zum Beispiel wird man vergewaltigt im sehr, sehr schlimmen Fall. Oder man hat andere, dass zum Beispiel jemand eine Trennung hat oder dass man verletzende Worte bekommt, irgendwie sowas. Und dann passiert es manchmal, dass man das nicht aufarbeitet, dass man zum Beispiel sich gleich in eine neue Beziehung stürzt oder dass man das einfach nicht verarbeitet, dass man das einfach sagt, okay, und dann so einen geheimen Pakt mit sich selber schließt, dass man nie wieder drüber redet oder dass man das einfach ausblendet. Und das Ding ist aber, dass wenn man zur Rohkost geht, dass das manchmal hochkommen kann, weil nämlich, wenn man Fast Food isst, aus meiner Erfahrung kann man bestimmte Emotionen ein bisschen vergraben. Dann vergrabt man das, okay, für mich schlecht ist Fast Food, für mich immer noch ein bisschen schlecht, aber ein bisschen ist schon weniger, weil man sich einfach so kalt macht, finde ich. Und wenn man zur Rohkost geht, dann geht es nicht mehr. Also man kann viel, also es ist viel, viel schwieriger, einfach sich emotionslos zu machen. Also mit Rohkost, man kann nicht seine Emotionen verstecken, wenn man Obst isst. Das bedeutet, man kann nicht mehr diesen Puffer haben, dass man diese Emotionen in Essen begräbt. Das geht nicht mehr. Das bedeutet, dass man, wenn man zu Rohkost geht, viele Menschen zumindest mehr fühlen. Dass sie
mehr Empathie fühlen, dass sie mehr sich gut fühlen oder dass sie auch viel, also sich viel trauriger fühlen. Und das ist aus meiner Erfahrung definitiv der Fall, dass man einfach mehr fühlt im Positiven wie im Negativen und damit muss man ein bisschen umgehen. Und das bedeutet auch, dass wenn diese Emotionen hochkommen, diese letzten Traumas, dass man da jetzt dann mit denen umgehen muss. Und bei mir, um ehrlich zu sein, war das nicht so der Fall, weil ich erstens noch ein bisschen jung bin und in meiner Vergangenheit, Gott sei Dank, noch nicht so viele Traumata hatte. Aber ich habe mit vielen Leuten geredet, die schon länger vegan oder Rohkost geworden sind oder die das schon länger machen und die schon älter sind, also 50, 60 Jahre. Die haben natürlich komplett was anderes erlebt, teilweise auch Traumata erlebt. Und die haben gesagt, das war Wahnsinn. Also als sie Rohkost geworden sind, dass dann diese Gefühle teilweise wieder hochgekommen sind und dass sie dann mit denen wieder arbeiten mussten. Also ich glaube, das ist wirklich wichtig zu wissen, wenn man zu Rohkost geht, dass sowas eben auch passieren kann. Wie kann man damit umgehen? Ich kann nur aus meiner Erfahrung sprechen. Was mir hilft, ist halt einfach weinen, weil ich glaube, dass das einfach ein guter Mechanismus ist, vom Körper auch einfach diese Emotionen rauszuschwimmen. Und vielleicht auch Meditation in der Natur zu sein, Ruhe zu haben. Aber ich glaube, das ist, um ehrlich zu sein, von Person zu Person unterschiedlich. Ich glaube, für manche Leute hilft, also zum Psychiater gehen hilft, für andere hilft es nicht. Also ich glaube, dass jeder sehr, sehr unterschiedlich. Genau, also ich glaube, das ist sehr, sehr wichtig zu wissen. Wenn ihr noch irgendwelche Fragen habt, dann schreibt sie auf jeden Fall in die Kommentare. Ich versuche sie zu beantworten. Ihr könnt mir auch auf Instagram schreiben. Mein Name ist Pretty Eva. Und wenn ihr euch generell für einen gesunden Lebensstil interessiert oder einfach gesünder werden wollt oder vergangene Traumata bewältigen wollt, dann könnt ihr auf jeden Fall mein Smoothie-Rezept-E-Book euch anschauen. Also ich habe den verlinkt in der Infobox, wo ich einfach meine liebsten Smoothie-Rezepte niedergeschrieben habe. Also einfach die Rezepte, die mir viel geholfen haben, die ich sehr, sehr gerne mag, um gesund zu bleiben. Und ja, das ist einfach in der Infobox verlinkt und da könnt ihr euch mal reinklicken. Genau, ich wünsche euch auf jeden Fall jetzt noch einen wunderschönen Tag und alles Liebe. Ciao, ciao.